Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das elektrische Feld. Das letzte Mal haben wir uns überlegt, was passiert, wenn man Leiter einbringt ins elektrische Feld. Man sagt, okay, da haben wir ein elektrisches Feld mit zwei Platten und so weiter, da bringen wir den Leiter ein. Dann ordnen sich die frei beweglichen Ladungsträger da drinnen so an, dass das Innere des Leiters fehlfrei ist. Passt. Ja? Heute wollen wir uns überlegen, was passiert, wenn man Isolator oder Nichtleiter in das elektrische Feld einbringen. Da gibt es ja keine frei beweglichen Ladungsträger. Gell? Die Ausgangssituation an und für sich ist genau das gleiche. Ja? Also ich habe einen, diesmal, schreiben wir dazu, ist ein Isolator. Ja? Also es gibt keine frei beweglichen Ladungsträger da drin, weil sonst war es ja ein Leiter. Und diesen Isolator bringe ich da ein in das elektrische Feld. Das habe ich jetzt heute ein bisschen dichter gezeichnet. Jetzt da muss ich schauen, ich habe das auch als Knödel diesmal. Ja, das, ja. Was passiert, wenn ich den da drin, wenn ich den da einbringe? Ja? So, bewegt sich nichts? Nix. Ja? Kräfte wirken auf die Ladungsträger, aber die bewegen sich nicht. Passiert nichts. Ja? Stimmt. Fast aber nur. Ja? Es passiert nämlich schon etwas ganz, ganz Kleines. Ja? Überlegen wir uns das, denn so ein Isolator ist ja auch aufgebaut irgendwie. Ja? Also ich zeichne jetzt nur mal da einen zweiten Knödel her. Und da ist auch voll reingezoomt jetzt. Jetzt zeichnen wir uns hier ein Atom auf, ein Atomkern. Positiv geladen und rundherum gibt es eben diese Elektronenwolke, die ist negativ geladen. Es ist jetzt so, dass der Mittelwert dieser negativen Ladung liegt genau im Kern. Okay? Also das ist genau konzentrisch drüber. Jetzt bringe ich den da ein, diesen Knödel hier, bringe den da rein. Was passiert da? Das ist nicht schwarz. Was passiert da rüben? Nun, der Atomrumpf ist natürlich da. Plus. Was aber passiert, ist, dass dieses Elektronen oder die Elektronen, die da herumschwirren, spüren ja die Kraft von dieser positiven Platte oder die Kraft von der negativen Platte, die druckt es halt da um. Ja? Das heißt, man kann sich vorstellen, eigentlich ändern sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Man kann sich vorstellen, diese Elektronenwolke verschiebt sich da ein Stückchen. Und da gibt es den Ladungsmittelpunkt. Ja, und der Ladungsmittelpunkt ist jetzt außerhalb des Atomkernes. Ja, und plötzlich entsteht da drinnen ein zusätzliches Feld in diese Richtung. Außen habe ich ja nach wie vor hier mein Feld in diese Richtung, das gibt es ja nach wie vor. Das ist da rüben wahrscheinlich ein bisschen verzerrt da irgendwie, ja, aber das zeichnet jetzt gar nicht ein, weil das, ich werde noch erklären, wie es zu dem kommt. Also, das ist jetzt nur eine prinzipielle Skizze. Das Feld wird auch durch Isolatoren verzerrt. So, das ist das äußere Feld. Und jetzt im Inneren des Leiters gibt es ein zusätzliches Feld in die Gegenrichtung. Das heißt, im Inneren des Leiters gibt es auch ein elektrisches Feld. Aber das ist halt nicht mehr so dicht. Okay? Außen, nach wie vor, genauso. Innen, da ein bisschen verzerrt rundherum. Ja. Und innen ist das elektrische Feld abgeschwächt, weil sich eben da aus neutralen Atomen so kleine Dipole bilden. Okay. Wie schaut das dann? Und heute nur so einzeichnend, manche, oder eigentlich genügend, viele Isolatoren sind mit Molekülen aufgebaut und manche dieser Moleküle haben Dipole. Ja, so, die haben wirklich irgendwo ein positives Ende, irgendwo ein negatives Ende. Ich probiere das da jetzt irgendwie gleichmäßig verteilt hinzubekommen, dass man sagt, okay, plus, minus, dann da, 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 da. Ja, die sind normalerweise irgendwie angeordnet. Ja. Also das sind Moleküle, die haben eine positive Seite und eine negative Seite.
irgendwie durcheinander angeordnet, passt. Ja? Wasser ist zum Beispiel so ein Molekül. Wasser ist ein sehr guter Dipol sogar. Ja? Das gibt's halt, auf der einen Seite gibt es den Wasserstoff, der ist eher positiv, und auf der anderen Seite gibt es den Sauerstoff, der ist eher negativ. Ja? Also es gibt solche Situationen. Wenn ich das Ding jetzt hier einbringe, ja, bitte ein zusätzliches Knödel. Jawohl. Wenn ich das jetzt hier einbringe, dann drehen sich diese Moleküle, ja, und zwar so, dass mit der positiven Seite auf die eine Seite schauen, ja, und mit der negativen Seite auf die andere. Okay. Jetzt haben sich diese Moleküle alle ausgerichtet im Feld. Und jetzt wird ebenfalls das elektrische Feld abgeschwächt da drinnen, weil es entsteht wieder ein zusätzliches internes Feld in die Gegenrichtung. Diesmal geht es sogar üblicherweise besser. Ja, wenn Sie ganze Moleküle ausrichten, dann ist dieses zusätzliche interne Feld, und das, was da drin überbleibt, das ist nur schwächer. Ja. In beiden Fällen wird also das elektrische Feld abgeschwächt, ja, weil sich ein zusätzliches, interessanterweise, ne, es bildet sich ein zusätzliches elektrisches Feld, und das äußere elektrische Feld wird abgeschwächt. Wie das äußere Feld dann verzerrt wird und so weiter, das hängt ein bisschen von den Materialeigenschaften da ab, nämlich wie gut es geht, wie gut sich das hineindrehen lässt, wie gut sich das verschirmen lässt und so weiter. Das ist unterschiedlich von Material zu Material. Wir haben ja mal gehört, es gibt diese Formel, D ist gleich, und dann haben wir aufgeschrieben, Epsilon 0 mal E. Ja, das ist die Feldstärke, das ist die Flussdichte, und das da war die Dielektrizitätskonstante des leeren Raums, haben wir gesagt. Gell? Also das ist, also Epsilon 0 war 8,854 mal 10 hoch minus 12, 12 erst, Ampersekunden pro Voltmeter. Ja? Des leeren Raums. Also das war der Zusammenhang zwischen Flussdichte und elektrischer Feldstärke. Nur die Flussdichte ist überall gleich. Ja? Und die elektrische Feldstärke wird weniger. Ja? Das heißt, wenn ich das jetzt ersetze, dieses Epsilon 0, einfach nur mit einem Epsilon, ja, das ist jetzt die Permittivität, oder nehmen wir es die Elektrizitätskonstante. Die Elektrizitätskonstante des Materials dieses Mal, ja, weil das gleiche D, es ist das gleiche D da, und das E wird weniger, also muss das Epsilon größer werden. Ja? Oder das heißt da Permittivität okay. Und es ist jetzt so, dass das Epsilon ist gleich Epsilon 0, das war Leon, ne, mal ein Epsilon R materialspezifischen, das hier ist die Dielektrizität Zahl, ja, oder Permittivitätszahl. Des Materials. Okay? Die Einheit von dem ist nichts, 1. Ja? Die Einheit kommt von da, Ampersekunden pro Voltmeter, bleibt gleich die Einheit. Und das Epsilon R ist bei üblichen Materialien ist das irgendwo zwischen 1 und 10.
Ja, das sind übliche Werte. Also das Feld ist irgendwie zwischen ein- und zehnfach abgeschwächt. Wasser, habe ich gesagt, da funktioniert das relativ gut, gell? Wasser. Epsilon R ungefähr 80. 80. 80-fach schwächere Feld im Wasser. Der gleiche Fluss. Ja? Und da gibt es irgendwelche Hochleistungskeramiken. Ja. Bis 10.000. 10.000-fach weniger elektrisches Feld. Ja? Innerhalb dieser Isolatoren. Dann sagen wir, ist das gut überhaupt? Ist denn das gut, dass das elektrische Feld so abgeschwächt wird? Elektrisches Feld, haben wir die ganze Zeit jetzt da mit irgendwelche Kraftwirkungen und was weiß ich was. Und jetzt schwächen wir es ab. Ja, manchmal ist das gut. Nämlich dann, wenn wir nicht wollen, dass das elektrische Feld zu groß wird. Ja, dann baue ich einfach einen Isolator dazwischen, ja, der das elektrische Feld so weit abschwächt, ja, dass ich nur immer was einladen kann und es kommt zu keinem Überschlag, es kommt zu keinem Blitz darüber. Ja, es kommt zu keiner Ionisation oder was auch immer. Ja, aber irgendwann haben wir mal gesagt, irgendwann fängt alles an zum Leiten. Naja, das ist, wenn das elektrische Feld nicht zu groß ist, erfahren die Dinge da drinnen halt weniger Kraftwirkung und ja, es hilft. Es hilft, Überschläge zu vermeiden, zu isolieren. Ganz einfach. Ja. Also mit dem geeigneten Material kann ich einfach größere elektrische Felder trotzdem noch im Zaum halten. Und genauso ist es bei einem sogenannten Kondensator, weil ich da ein geeignetes Material dazwischen gebe, ja, dann steigt die sogenannte Kapazität. Neue Worte, Kondensator und Kapazität. Was ein Kondensator ist und was eine Kapazität ist, werden wir uns im nächsten Video ansehen. Ja? Also nächstes Video, Kondensator. Hat nichts zu tun mit kondensierender Luft auf einer kalten Getränkeflasche. Ja? Elektrischer Kondensator mit einer gewissen Kapazität. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.